Ja, Herr Özdemir, das Elektroauto hat 2020 ja die Mitte der Gesellschaft erreicht, frohlocken manche. Wo steht denn die Elektromobilität am Jahresanfang 2021 aus Ihrer Sicht? Und ist die Technologie auch wirklich eingebettet in eine Verkehrswende zugunsten von mehr Klimaschutz? Die Beschlüsse des Pariser Klimaschutzgipfels sind bindend auch für die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, auch der Verkehr muss seinen Beitrag leisten, um aus CO2 rauszukommen. Das geht nach Lage der Dinge nur mit einem Abschied aus dem fossilen Verbrenner. Viele Länder, darunter auch wichtige Absatzmärkte für die deutsche Automobilindustrie, haben da ein festes Datum schon bereits beschlossen. Auch wir in der Bundesrepublik Deutschland müssen jetzt die Wende kraftvoll anpacken. Das heißt, raus aus dem fossilen Verbrenner, gleichzeitig rein in eine Technologie, die bereits verfügbar ist, für die deutsche Hersteller Fahrzeuge mittlerweile anbieten. Das ist die Elektromobilität. Und da muss jetzt ein Rahmen dafür gesetzt werden. Ich halte nichts davon, dass man jetzt immer noch eine Debatte darüber führt, über das Ob, über das Wie. Damit verlieren wir wertvolle Zeit, die Konkurrenz schläft nicht. Ja, könnte man auch sagen, diese Zuckerbrot- und Peitsche-Strategie aus strengeren CO2-Vorgaben der EU auf der einen und einer starken Elektroautoförderung auf der anderen Seite ist aufgegangen? Ja, die Absatzzahlen zeigen ja, dass es langsam funktioniert. Wir werden bald den Break-Even-Point erreicht haben, weil die Bedingungen für die fossilen Verbrenner, um die Auflagen zu erfüllen, dazu führen, dass die Fahrzeuge teurer werden. Auf der anderen Seite führt dazu, dass die Anschaffungshilfen auf der einen Seite, aber auch die Skalierung, die dann ja dazukommt. Und wenn die Fahrzeuge schließlich irgendwann einmal im Gebrauchtwagenmarkt sind, wird es dazu führen, dass die Elektromobile auf Dauer auch preiswerter werden. Also das wird jetzt passieren. Das nimmt langsam Fahrt auf. Was jetzt noch fehlt, ist allerdings noch ein Rahmen, den die Politik setzen muss. Man kann nicht alt und neu gleichzeitig fördern. 8 Milliarden jedes Jahr, dieses Privileg, sind eine klare Subventionierung für eine Technologie, die keine Technologie der Zukunft ist. Ähnliches gilt für das Thema Kfz-Steuer. Auch hier braucht es eine CO2-basierte Steuer, damit diejenigen, die wenig CO2 oder gar keins raushauen, entsprechenden Bonus bekommen und die anderen bekommen einen Malus. Wer weiterhin unbedingt ein SUV fahren möchte, soll es machen, aber zahlt dann auch bitte schön und die ökologische Zechbrellerei endet. Streit gibt es ja zur Förderung der Plug-in-Hybride, die auf dem Papier kaum CO2 ausstoßen, in der Realität dafür eine ganze Menge. Wie stehen Sie zu dieser Brückentechnologie? Also uns wurde ein Versprechen gegeben, dass die Fahrleistung überwiegend elektrisch erbracht wird und der fossile Verbrenner, wenn Sie so wollen, so eine Art Range-Extender ist, wenn man also mal eine längere Fahrt hat auf der Autobahn oder was auch immer. In der Realität ist es aber genau umgekehrt. In der Realität ist es, man fährt einen Elektromotor quasi spazieren, hat eine doppelte Motorisierung mit allen Konsequenzen, bekommt aber das Steuergeld für etwas, was man versprochen hat und nicht hält. In der deutschen Sprache gibt es einen Begriff dafür, den nennt man, glaube ich, Betrug. Also muss man dafür sorgen, dass jetzt, nicht später, sondern jetzt auch das gemacht wird, was versprochen wurde, wofür man die Hand aufhält und Geld vom Staat nimmt. Ich habe mal in der Frage an die Bundesregierung abgefragt, wie viele Fahrzeuge eigentlich von den Plug-in-Hybriden tatsächlich die von der nationalen Plattform Zukunft der Mobilität empfohlenen 80 Kilometer auf die Straße bringen. Halten Sie sich fest, das sind sage und schreibe 2,5%. Und ich habe noch nicht mal nach den deutschen Herstellern drunter gefragt. Also das zeigt dringender Handlungsbedarf. Das kann man zum Beispiel über die Finanzierungsinstrumente machen. Man könnte einen Teil der Prämie auszahlen und den zweiten Teil bei der ersten Hauptuntersuchung, wenn der Nachweis geführt wurde, dass die Fahrleistung überwiegend elektrisch ist. Dazu gehört natürlich auch eine entsprechende Reichweite. Also in der Verbindung, denke ich, kann man das machen. Dann ist es die Brückentechnologie, sonst nicht. Ja, das rein batterieelektrische Auto hat ja im Hinblick auf den CO2-Ausstoß nach allen Studien wirklich die Nase vorn. Also ist das die sauberste Lösung, die wir im Moment haben. Trotzdem gibt es immer wieder auch aus der Zuliefererindustrie, auch aus Ihrer Heimat im Ländle, letzten Endes die Forderung, technologieoffen zu bleiben im Hinblick auf Wasserstoff, Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe. Was antworten Sie auf diese Forderungen? Also für uns ist die Automobilindustrie eine Leitindustrie, gar keine Frage. Dazu gehören die Großen, dazu gehören aber auch die Zulieferer, darunter kleine und mittelständische Unternehmen. Und viele von denen sind ja bereits längst tätig und haben nicht geschlafen, sondern haben auch in die Zukunft investiert, stellen bereits Komponenten her für die Mobilität von morgen. Für manche ist es aber auch sehr, sehr schwer, weil sie eben
nahezu ausschließlich beim fossilen Verbrennerkomponenten herstellen, dort hochspezialisiert sind, denen müssen wir helfen. Da gibt es kluge Vorschläge von der IG Metall, von anderen mit einem Transformationsfonds. Das ist das eine. Auf der anderen Seite sage ich aber auch klar, niemand hilft denen, der sie jetzt im Unklaren lässt. Dann passiert der Nokia-Effekt. Dann passiert der Kodak-Effekt, das kennen wir alles aus der Vergangenheit, dass man versucht, eine Technologie, die am Markt keine Zukunft hat, weil die Rahmenbedingungen sich geändert haben, künstlich am Leben zu halten. Das ist noch nirgendwo gelungen. Die Industriegeschichte kennt kein einziges Beispiel, wo das funktioniert hat, dass man gegen den Markt eine Technologie am Leben erhält, mit Subventionen, mit Gesetzen, mit Schutzzäunen. Wir sind eine Exportnation. Also rate ich dringend dazu, die Wahrheit auszusprechen. Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe sind sehr spannend. Und wegen der Dramatik des Klimawandels werden wir auch alles brauchen, aber nicht alles überall. Sondern wir müssen gucken, dass wir das Geld vernünftig anlegen, dass wir dabei eben auch die Gesetzmäßigkeiten der Physik nicht ganz ausblenden. Das heißt, beim PKW-Bereich hat sich die batteriebetriebene Elektromobilität durchgesetzt. Gleichzeitig brauchen wir natürlich auch Lösungen für den LKW, fürs Fliegen, fürs Schiff, für die Industrie, und da werden wir die anderen Sachen entsprechend vorantreiben müssen. Aber für den PKW, und das wird auch die Position der nächsten deutschen Bundesregierung sein, gibt es eine klare Weichenstellung, und ich rate allen dazu, sich daran zu orientieren. Wer was anders sagt, will das deutsche Auto nicht mehr. Hat die Branche trotzdem noch viel Benzin im Blut? Schließlich kämpft man ja auch munter gegen die Euro-7-Norm der EU-Kommission, die ja noch schärfere Abgasregeln letzten Endes zur Folge hätte. Also ich kann nur allen raten, sich aufmerksam anzuschauen, was passiert ist, als es um die Abwrackprämie ging. Ich gebe zu, auch ich habe mich da getäuscht. Ich ging fest davon aus, die kommt, nachdem so viel politische Macht sich dahinter versammelt hatte. Und jetzt schauen wir, das Ergebnis ist, sie kam eben nicht. Das ist ein Symbol dafür, dass sich da was gedreht hat in der Gesellschaft. Und mein Rat an den VDA, mein Rat an alle wäre, sich daran jetzt zu orientieren, also sich nicht mehr abzukämpfen an der Welt von gestern, sondern die Welt von morgen zu akzeptieren. Da geht es um Digitalisierung, da geht es um autonomes Fahren und es geht um das elektrische Fahren. Das sind die Parameter, entlang derer wir vorne mit dabei sein müssen. Ich will, dass wir da Marktführer sind in allen entscheidenden Märkten. Die Politik muss den Rahmen dafür setzen. Aber jetzt bitte keine Diskussion mehr ums Ob, sondern nur noch ums Wie. Machen ist das neue Reden. Ja, Herr Özdemir, letzte Frage. Wenn Sie Verkehrsminister wären, was nach der nächsten Bundestagswahl angesichts von schwarz-grüner Regierungsoption ja eine Möglichkeit wäre, was würden Sie dann als erstes umsetzen? Erstens wäre klar, ich würde nicht mehr über das Ob der Verkehrswende sprechen. Das macht ja der amtierende Verkehrsminister, sondern es wäre klar, die Verkehrswende würde ab dem ersten Tag beginnen. Und das heißt eben massive Investitionen, und zwar bitte stetig in den ÖPNV. Das ist klar, wir brauchen auch Alternativen zum Auto. In der Stadt muss der Raum neu verteilt werden. Das Fahrrad darf nicht benachteiligt werden. Und übrigens, wenn wir an Elektromobilität denken, geht es da nicht nur ums Auto, da geht es auch um Busse. Berlin hat bis 2030 eine klare Ansage, 100% elektrische Busse. Da geht es aber auch um mein Fahrrad, das da draußen steht, das Pedelec. Ist auch ein wichtiger Bestandteil der Elektromobilität, wenn Sie so wollen. Also da gibt es noch viele Einsatzmöglichkeiten. Aber klar wäre, beim Auto gibt es ein Umlegen des Schalters und ab dem Zeitpunkt geht's los und dann hören wir auf zu quatschen, sondern nutzen wir die Zeit. Wir haben viel wertvolle Zeit verloren. Die Chinesen mit Industriegeld, die Amerikaner mit Investorengeld in Kalifornien. Wir müssen das durch Kreativität und Fleiß ausgleichen, dass wir das können. Das haben wir gezeigt. Wir haben vor 130 Jahren das Auto erfunden. Warum soll es uns jetzt nicht gelingen, dass wir da, wo wir leider wertvolle Zeit verloren haben, weil wir uns den Luxus geleistet haben, ehemalige Generalsekretär einer bayerischen Partei zu Verkehrsministern zu machen, das müssen wir jetzt halt aufholen. Das können wir. Herr Özdemir, vielen Dank für das Gespräch. Bitte.